Found a peanut last night. Last night I found a peanut. Found a peanut last night. Where'd you find it? Where'd you find it? Where'd you find it last night? Last night, where'd you find it? Where'd you find it last night? In the dustbin, in the dustbin, in the dustbin last night. Last night I found it in the dustbin, found it in the dustbin last night. Cracked it open, cracked it open, cracked it open last night. Last night I cracked it open, cracked it open last night. Found it rotten, found it rotten, found it rotten last night. Last night I found it rotten, found it rotten last night. Ate it anyway, ate it anyway, ate it anyway last night. Last night I ate it anyway last night. I felt sick, I felt sick, I felt sick last night. Last night I felt sick, felt sick last night. Called the doctor, called the doctor, called the doctor last night. Last night I called the doctor, called the doctor last night. Went to heaven, went to heaven, went to heaven last night. Last night I went to heaven last night. Didn't want me, didn't want me, didn't want me last night. Last night they didn't want me, didn't want me last night. So. Nach der passenden musikalischen Untermalung. Ich bin arbeitssuchend und kann den Rest meines Lebens nicht von meiner Sparmissen streiten. Daher lese ich. Das Arbeitsrechtshandbuch Schaub, 17. Auflage. Und ich bin angekommen bei einem grauen Kasten. Das ist Paragraph 3 Grundrechte im Arbeitsverhältnis, römisch 2. Bedeutung der einzelnen Grundrechte. Ich mach mal Licht an. Nee, das ist zweifelsfrei Kamera aus. Tada. Ich glaube, die andere Lampe spare ich mir jetzt. Hier. Und es ist die Randnummer 36, das Grundrecht der Kunstfreiheit. Das heißt Freiheit der Kunst im Grundgesetz. Warum man das dann nicht so dahin schreiben kann. So, und es ist in Artikel 5 der 3. Absatz: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. So, darauf wird hier Bezug genommen.
Kondensatormikrofon habe ich zu lange an der Kamera hängen. Ich vermute, die Kamera versorgt auch das Kondensatormikrofon mit Phantomspeisung, während die aus ist. Von daher, das braucht eine Pause. Das ist jetzt wieder das kamerainterne Mikrofon. Ansonsten wollte ich mir auch noch ein Bühnenmikro kaufen. Kann sein, dass ich das demnächst benutze. Also, das Grundrecht der Kunstfreiheit aus Artikel 3 Absatz 3 des Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes schützt die Herstellung des Kunstwerks und den damit verbundenen schöpferischen Prozess. Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes ist eine das Verhältnis der Kunst zum Staat regelnde wertentscheidende Grundsatznorm. Wie gesagt, ich weiß nicht, was eine Grundsatznorm ist. Alles so Wörter, die sind mir fremd. Ich verstehe sie auch nicht. Ich verstehe auch den Satz nicht. Manchmal das Gefühl, es geht darum, Papier voll zu scheißen in solchen Büchern. Kunstfreiheitsgarantie betrifft nicht nur die künstlerische Betätigung, sondern auch die Darbietung und Verbreitung des Kunstwerks. Grundrechtsträger ist jeder, der künstlerisch tätig ist. Finde ich, das ist genau das. Und da habe ich beim letzten Mal wirklich schlechte Laune gekriegt. Es gibt in Deutschland für Kunst ein Ausbildungssystem an Hochschulen der Künste. Da wird man auch staatlich zertifiziert und man weist nach, dass man zum einen Kunst machen kann und zum anderen künstlerische Reife hat und die Grenzen der Kunstfreiheit kennt und um die besondere Verantwortung der Kunst weiß. Damit das gelingt, wird Kunst an Hochschulen der Künste immer erst in einem geschützten Rahmen auf einem Universitätscampus findet das statt. Diesen Campus darf man so normalerweise auch nicht betreten, weil da Kunst in einem geschützten Rahmen exemplarisch stattfindet und an dieser Kunst, die da stattfinden soll, im Idealfall exemplarisch lernt, was künstlerische Reife heißt und wo die Freiheit der Kunst ihre Grenzen findet. Ich halte dieses System für gut und ich halte es für wichtig. Grundrechtsträger ist jeder, der künstlerisch tätig ist oder tätig werden will. Ist einfach nur absoluter Schwachsinn. Man muss sich damit auseinandersetzen, was gesellschaftlich verträglich ist und was nicht. Und damit es gelingende Kunst ist, muss die was in anderen Menschen auslösen, im besten Fall rüttelt sie wach und hat einen gesamtgesellschaftlichen Einfluss, der das Leben für die Menschen, die unter diesem Kunsteinfluss stehen, lebenswerter macht. So würde ich das, glaube ich, gerade formulieren.
dazu muss man manchmal den Finger in die Wunde legen, wie es so schön heißt. Kann nicht jeder und das darf meiner Meinung nach auch nicht jeder. Ansonsten stellt sich wirklich jedes Arschloch hin und sagt, das ist hier gerade Kunst und ich berufe mich auf die Kunstfreiheit. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das hier ein ziemliches Nazi-Buch und es geht im Wesentlichen darum, wie man trotz der Gesetze im Strafrecht es schafft, wieder nationalsozialistisches Gedankengut unter die Menschen zu bringen. Das merkt man an der Wortwahl, das merkt man daran, wie, ja, ich weiß, dass es in dieser Zeitung NZA, Nationale Zeitung für Arbeit, mittlerweile Neue Zeitung für Arbeit, es hat früher auch auf die Neonazis, als die umbenannt worden ist, Urteile des Bundesverfassungsgerichts gibt, die es gar nicht gibt, der wird einfach irgendwer drunter hingeschrieben und dann wird es ist einfach nur, es kraust einen, wenn man es sieht und es wird einem einfach nur schlecht und man fragt sich wirklich, warum sowas möglich ist in so einem Land, das zweimal Europa in Schutt und Asche gelegt hat und für den größten Völkermord der Weltgeschichte verantwortlich ist. Mir wird schlecht bei sowas, mir wird wirklich einfach nur schlecht. Es gibt keine historische Schuld, aber es gibt eine historische Verantwortung. Und dass solche Bücher rausgebracht werden, so in dieser Form, zeigt einfach, dass der, wie heißt er? C.H. Beck Verlag, Wilhelmstraße 9 in München, seiner historischen Verantwortung nicht gerecht wird. So. Mir wird schlecht, mir wird einfach nur schlecht. Da kann ich einfach Kunst machen, man muss es begründen können, warum man sie macht und warum man sie machen will. Und man muss auch im Zweifelsfall, wenn Nachfragen kommen, klar aufzeigen, wo die Grenze verläuft und wann man aufhört, diese Kunst zu machen. Und wann die Bedeutung der Kunst hinter dem Gut des gesamten gesellschaftlichen Friedens und des gesamtgesellschaftlichen Konsenses zurücktreten muss und wann es höhere Rechte gibt als diese Kunstfreiheit, die geschützt werden muss. So. Wenn man das nicht kann, dann darf man sich da auch nicht drauf berufen. Und dann wird man auch nicht zum Grundrechtsträger. Das Grundrecht kann auch einem öffentlich-rechtlichen Träger, Kunstvermittler, Medien zugutekommen. Das ist das, was in diesem. Ich kann es gerade noch mal gucken. Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie im Wesen nach auf diese anwendbar sind. Das macht sie dann zu Grundrechtsträgern.
Die Kunstfreiheit wird dann von dem jeweils künstlerisch Verantwortlichen wahrgenommen. Okay. So. Soweit war ich. Jetzt Rand Nummer 37. So. Eine Fernsehserie ist unabhängig von ihrem Niveau oder ihrem künstlerischen Wert eine freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formensprache zur unmittelbaren Anschauung gebracht werden und damit ein Kunstwerk im Sinne des Artikels 5 Absatz 3 des Grundgesetzes bekommt, das Kotzen. Ich weiß nicht, wie man, wie heißt es, Köln und dann eine Postleitzahl oder Berlin und dann eine Postleitzahl oder Teenie-Mütter werden schwanger oder Teenies werden zu Mütter auf RTL 2 oder gute Zeiten, schlechte Zeiten, Kunstwerk nennen kann. Mir wird wirklich nur schlecht, wenn ich solche Sätze sehe. Da hat keine Reflexion stattgefunden. Da gibt es keinen biografischen Bezug. Das Ganze wird in keinen gesellschaftlichen Kontext angewendet. Es wird von den Verantwortlichen nicht klar skizziert, wo die Grenze verläuft, ab der man auf das Kunstwerk verzichtet und sich nicht mehr auf die Kunstfreiheit berufen möchte. Es ist einfach nur absoluter Schwachsinn, was hier steht. Mir wird schlecht und wenn ich solche Sätze sehe, dann verstehe ich auch, wie sich Leute am Arbeitsgericht äußern und warum so eine Verhandlung so abläuft, wie sie da abläuft. Es ist einfach nur, es ist so dermaßen widersinnig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist das Allerletzte. Habe ich schon mal gesagt, dass ich auswandern möchte? Ich habe auch ausländische Pässe, ich darf nicht auswandern. Deshalb ist eine auflösende Bedingung, bei deren Eintritt das Arbeitsverhältnis einer Schauspielerin in einer Fernsehserie enden soll, weil ihre Rolle in dieser Serie nicht mehr enthalten ist, sachlich gerechtfertigt. Über den Wegfall der Rolle Ausdruck künstlerischer Gestaltungsfreiheit ist. Das heißt, der Vertrag darf aufgelöst werden, wenn der Wegfall der Rolle künstlerisch ist. Also man darf den Schauspieler, okay, jetzt verstehe ich es. Man darf den Schauspieler nicht einfach oder die Schauspieler nicht einfach ersetzen. Wenn muss die ganze Rolle in der Fernsehserie wegfallen, okay, das ist ein Satz, den ich nachvollziehen kann. Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Da Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes auch die künstlerische Vorstellung schützt,
können subjektive künstlerische Gesichtspunkte dem Teilzeitwunsch entgegenstehen? Eine Darlegung der Beeinträchtigung der Kunstfreiheit durch die verlangte Verringerung der Arbeitszeit dürfen keine überzogenen Anforderungen gestellt werden. Die Gründe müssen jedoch nachvollziehbar sein. Okay. So. Sechstens, Ehe und Familie, Artikel 6 des Grundgesetzes. Guck mal nach, was da steht. Ihr Familie nicht eheliche Kinder. Artikel 6, Römisch 1. Ehe und Familie stehen unter dem Sonnenschutz der staatlichen Ordnung. Römisch 2, erster Satz. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Satz 2. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Römisch 3. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. Römisch 4. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Römisch 5. Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. Den unehelichen Kindern. Ich bin gerade noch bei, jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Und dem Väter, dem nicht zukommt, hat wahrscheinlich was mit der Schwangerschaft zu tun. Und dass Frauen gerade am Ende der Schwangerschaft, das heißt im letzten Schwangerschaftsmonat und in der Zeit direkt nach der Schwangerschaft, das ist im deutschen Rechtssystem
glaube ich, 3 Monate besonderen Schutz und besondere Fürsorge brauchen. Da gibt es den sogenannten Mutterschutz. Römisch 5. Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. So, jetzt weiß ich so ungefähr, worum es geht. So, dann kommen wir jetzt zu 6. Ehe und Familie, Artikel 6 des Grundgesetzes. So, Artikel 6 Römisch 1 des Grundgesetzes ist eine wertentscheidende Grundsatznorm, was auch immer was ist. Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, die nicht nur eine Institutsgarantie beinhaltet. Ich dachte, Institute gibt es mal in der Uni. Dass eine Ehe ein Institut ist, wusste ich nicht. Wenn ich mir viele Frauen, die verheiratet sind, angucke, wie sie mit ihren Männern reden, dann wird es auch klar, warum eine Ehe ein Institut so ist. Hier steht wirklich Institutsgarantie. So. Beinhaltet, sondern zugleich eine verbindliche Wertentscheidung für den gesamten Bereich der Ehe und Familie betreffend privaten und öffentlichen Rechts enthält. Also, zum Institut Ehe ist zu sagen, dass Artikel 6 Römisch 1 des Grundgesetzes ist eine wertentscheidende Grundsatznorm, die nicht nur eine Institutsgarantie beinhaltet. Ich weiß nicht, wie man so viel Schwachsinn auf Papier bringen kann. Sondern zugleich eine verbindliche Wertentscheidung für den gesamten Bereich des Ehe- und Familie betreffenden und öffentlichen Rechts enthält. So. Es gibt eine verbindliche Wertentscheidung für das gesamte Recht, nämlich Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung zu stellen. So. Und warum das ein Institutsgarantie? Herr Link, Sie sind einfach nur durch die Knall und Scheiße. Da ist der mit vorne. Vielleicht lebt er ja noch. Dr. Rüdiger Link, Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht. Ich habe noch nie so reiches Hirn gesehen. Ich glaube, dass das vollständige ganze Sätze sind, ist einzig und allein dem Duden korrekt in Microsoft Word zu verdanken. Oder er wollte sich an seiner Ehefrau rächen. Ich habe noch 10 Minuten auf der Uhr, aber ich höre jetzt hier auf, weil ich so gute Laune habe. Mach mir noch einen Kaffee. Tschüss. Thank you.